Moin liebe Freunde und willkommen zum dritten Teil zur Geschichte von Thalia. Riots wahrscheinlich neuem Champion. Wer die ersten beiden Teile noch nicht gesehen hat, Links dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, am Ende dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Let's go! Thalia bückte sich und hob einen Stein auf, der ungefähr so groß war wie eine kleine Strähne rauer Wolle und in etwa die gleiche Farbe hatte. Ein Schauer überkam sie und sie sah zurück in die Höhle. Der zottige Mann war immer noch mit geschlossenen Augen gegen die Wand gelehnt. Sie kaute auf dem kleinen getrockneten Stück Fleisch herum, das sie in der Tasche des Mannes gefunden hatte, und hoffte, er würde ihr das nicht übel nehmen, falls er am Ende am Leben bleiben sollte. Sie kehrte in die warme Höhle zurück. Die Felsplatten, die sie aufgestapelt hatte, strahlten immer noch eine glühende Hitze aus. Sie kniete sich hin. Thalia war sich nicht sicher gewesen, ob sie ähnlich wie die Steine in ihrer Tasche auch größere Felsen aufwärmen konnte. Das junge Mädchen aus Shurima schloss ihre Augen und konzentrierte sich auf den Stapel aus Stein. Sie erinnerte sich an die sengende Sonne auf dem Sand und wie die Hitze die Nacht über in die Tiefe der Erde versank. Sie entspannte sich, sie öffnete ihren Mantel, als sie trockene Wärme umgab, und begann dann mit dem Stein in ihrer Hand zu arbeiten. Sie drehte ihn und krümmte und höhlte ihn mit ihren Gedanken, bis er einer Schüssel ähnlich war. Zufrieden kehrte sie damit zum Eingang der Höhle zurück. Hinterher stöhnte eine männliche Stimme, wie ein Sperling, der Brotkrumen aufpickt. Sperlinge haben auch Durst, gab sie zurück und füllte die Schüssel mit sauberem Schnee. Der kalte Wind flüsterte um sie herum. Thalia stellte den runden Stein auf dem heißen Felsenstapel vor ihr ab. Du sammelst Steine mit der Hand? Das scheint mir sehr anstrengend für jemanden, der Felsen webt. Thalias Wangen wurden plötzlich ganz warm. Und das hatte rein gar nichts mit dem kleinen steinenden Herz zu tun. Du bist nicht böse auf mich, oder? Wegen dem Schnee und der Mann lachte und hielt sich dann stöhnend die Seite. Dein Handeln sagt mir alles, was ich wissen muss. Trotz zusammengebissener Zähne zeichnete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ab. Du hättest mich auch einfach sterben lassen können. Ich hatte dich in Gefahr gebracht. Ich konnte dich nicht unter dem Schnee begraben lassen. Ich danke dir, obwohl ich auf dem Sturz durch die Bäumchen hätte verzichten können. Thalia schnitt eine Grimasse und wollte etwas erwidern, doch der Mann hob eine Hand, um ihr Einhalt zu gebieten. Du musst dich nicht entschuldigen. Er setzte sich unter Anstrengung auf und musterte Thalia und das Ornament in ihren Haaren gründlich. Ein shurimanischer Sperling. Er schloss die Augen und entspannte sich in der Wärme des Steinherdes. Du bist sehr weit weg von zu Hause, kleiner Vogel. Was bringt dich in diese abgelegene Höhle in Ionia? Noxus. Der Mann zog eine dunkle Augenbraue nach oben, doch hielt die Augen geschlossen. Sie behaupteten, ich könnte in Noxus Menschen zusammenbringen, dass meine Kräfte ihre Mauern stärken würden. Doch letzten Endes sollte ich nur Zerstörung bringen. In ihrer Stimme schwang Abscheu mit. Sie sagten, sie würden mich unterrichten. Das haben sie. Aber nur zur Hälfte, sagte er emotionslos. Ich sollte für sie ein Dorf begraben, die Leute in ihren Häusern ermorden. Thalia schnaubte ungeduldig. Und ich bin geflohen, nur um dann dich unter einem Berg zu begraben. Der Mann hob sein Schwert und betrachtete die Klinge. Eine sanfte Brise blies den Staub auf ihr davon. Zerstörung. Schöpfung. Weder das eine noch das andere ist rein gut oder böse. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Es kommt nur auf deine Absichten an, auf das Warum, den Grund für deinen Weg. Das ist die einzig wahre Entscheidung, die wir treffen müssen. Thalia stand auf. Ihr gefiel seine belehrende Art nicht. Mein Weg führt mich fort von diesem Ort, außer Reichweite von allem, bis ich lerne, wie ich das, was in mir schlummert, kontrollieren kann. Ich habe zu große Angst, meinem Volk zu schaden. Der Vogel vertraut nicht auf dem Ast unter ihm. Thalia hörte schon gar nicht mehr zu. Sie war bereits am Höhleneingang und schlang ihren Mantel eng um sich. Der Wind pfiff um die Ohren. Ich werde versuchen, uns etwas Essen zu finden. Hoffentlich fällt dabei nicht der Rest des Berges auch noch auf dich. Der Mann lehnte sich mit dem Rücken gegen den warmen Stein und sprach leise vor sich hin. Bist du sicher, dass es der Berg ist, den du zu erobern suchst, kleiner Sperling? Liebe Freunde, das war der dritte Teil dieser kleinen Lore-Reihe.
Mein Verdacht, um wen es sich bei dem Mann handeln könnte, erhärtet sich so langsam. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Talia scheint ein sehr, sehr interessantes Mädel zu sein, was eine harte Geschichte irgendwie hinter sich hat und wo vor allen Dingen drin viel Potenzial schlummert. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil. In ungefähr 30 Minuten. Bis gleich. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Ist klar. Und auch wer die vorherigen Parts nicht gesehen hat, findet ihr die alles unten in der Videobeschreibung. Videobeschreibung ist gut. Wenn es euch das Ganze gefallen hat, ne, wisst ihr ja. Daumen nach oben. Tschüss, bis gleich.